Das ist praktisch die Trennung von dem mit dem Fußballplatz, wo wir auf die Fresse hauen. Wo ihr gesagt habt, die Messer passen nicht. Da habe ich praktisch eins mit Hauen und eins mit Messer gemacht. So, wieder so ein Locket-Ding, okay. Ja, ich finde die gut. Nee, alles gut. Was jetzt? Das ist ein. Warte mal. Wollen wir das Team tauschen? Ich glaube nicht, dass das geht, oder? Ist egal, ich bleibe jetzt hier, ich bleibe bei Morgus. Der ist lustig. Aber im Rico, du hattest recht, ich habe immer gewartet, bis ihr euch alle abgestochen habt und habt dann wirklich dann den Rest genommen. Na schön. Oder bis wenigstens jemand schon geschädigt war und dann hast du schnell eingemischt. Was so. Ist das denn hier? Wo ist die Plattform? Ach, ein UFO! Huch, hier kommt eine Rakete. Ich habe gerade Dings gesucht. Hui, Jungs, ich bin da! Okay, mit Vollgas, okay. Denk dran, nur zweimal wechseln. Ja. Oh, schade. Schade. Du wirst scharf geschossen. Wo sind die denn? Ach, da in der Ecke, okay. Du meinst auf was Scharfes geschossen, ne? Was hängt denn da unten jetzt rum? Hä? Hübsch. Hast du dich selber gerade geschossen, oder? Ich habe aber genau da geschossen, wo ich die ganze Zeit schon geschossen hatte. Kevin! Ich kann dich holen! Und zwar aus Polen! Kevin! Schade. Es war uns knapp. Ah, okay. Auch immer da jetzt gerade vorbeigeflogen sind. Also mir gefällt das schon mal gar nicht hier. Da ist ja, der Sprung passt gar nicht. Du kommst ja selbst mit Vollgas manchmal gar nicht bis so auf die Plattform. Ich bin gerade über Kevin drüber geflogen. Scheinbar, ja. Kevin. Und du kannst doch nur. Kevin! Kuckuck! Alter! Aber du hast voll am Kopf getroffen, aber ich hab dich auch erwischt. Deine Karre hat mich gerade voll am Kopf getroffen. Oh, Scheiße. Ich häng fest. Hilfe, Mutti, ich will hier weg. Okay. Oh, ich hab Zwischenhirn. Das war bestimmt der Kevin. Was? Ach, Schwein. Ja, ist ja klar, wenn einer nur noch da ist. Alter. Fuck. So, letztes Auto gewählt. Ich habe noch nicht einmal getauscht. Na, ich hab noch nicht einmal getroffen. Ich hole mir jetzt den Kevin, ich hole mir jetzt den Kevin. Ich hoffe, dass Kevin dich holt. Ob Kevin ist. Nein. Ist der Bessere, was Schießen angeht. Eieiei. Ich glaube, Markus braucht mehr Anschwung. Ja, das ist irgendwie, ne. Nö, es geht. In Ordnung? Nee, Markus prallt immer dagegen. Weißt du, was ich sage? Ich sehe es ja. Jawohl. Ui. Alter! Ich hab nur gedacht, Moment, hoffentlich trifft er nicht, hoffentlich trifft er nicht. Aber gut getroffen habe ich. Fertig. Aber du stehst auch an der dummsten Stelle. Aber ich hab mal erwischt, aber ich bin selber runter. Durch den du hast nicht erwischt, du hast nur getroffen. Ja, aber ich hab halt ehrlich. Ja, nee, ich hab mich selbst auch getötet. Ihr habt mich nicht getötet. Ich war's selber. Wir sind beide Suizid, also. Ihr seid beide suizidgefährdet, das ist nicht gut. Ja, das kriegen wir heute rum. Markus, jetzt haben sie dasselbe Problem wie du gerade. Also, ich finde eigentlich das Level ganz gut. Da war das mit den Autos und den Scharfschützengewehren schlimmer, was der Kevin jetzt erst gepostet hat vor 48 Stunden. Mit den kleinen Autos. Mit den was? Mit den Smarts, wo wir auf die Smarts geschossen haben. Ja, das war auch nicht so besonders. Ja, die Folge heißt tatsächlich immer auf die Kleinen.
Na, du hast ja wirklich eiskalt abschießen. Am besten lassen. Fand ich eigentlich bis jetzt das Ganze am Anfang mit den Supercars da, das fand ich super. Das war ja sehr geil. Ja, es war schon. War schon ein paar Sachen, die okay waren. Also wie gesagt, das Stuntrennen, okay. Fand ich ein bisschen Grütze, aber. Nehmen wir es rein. Hä? Ja, nächsten Sonntag machen wir ja entweder die Stunt-Sache oder wir probieren mal dieses First Class aus, aber das müsst ihr erst kaufen, ne? Oh. Hallo. Ach, geduckt! Geduckt! Drunter! Du hättest mich sonst voll erwischt im Rücken, ich hab mich gerade so drunter durchgeduckt, Alter. Ja, meine Tür ging auf. Guck mal, witzig, wie die hier nach hinten schießen, dann wird keinen Sinn mehr. Das ist ein Tipp, ist eh sicher. Ui. Ja, gut, ja. Kevin getroffen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt genau mein Auto getroffen war. Also kein Volltreffer zumindest. Oh, diese Steine. Ich hab das Markus abgesehen. Ich hab Sven! Ich hab's kommen sehen! Ich hab's kommen sehen! Ich hab, Enrico, was ist denn noch was? Das passt doch, Sven, dass du es bei Kev kommen siehst. Aber auch genau mit der Hinterachse den mitgenommen. Ich glaub, die Front ging noch drüber, aber die Hinterachse war so. Oh, Alter! Hat. Oh! Erster Wechsel? Ja. Scheiße! Ha. Gott sei Dank, Markus. Das ist was wert. Gut ausgewichen. Ich dachte nur so, na, willst du schießen, aber du wusstest ganz genau, dass du das willst, mit dir gehst. Ja. Aber tatsächlich wäre ich auch gar nicht hochgekommen. Nur ja, gesehen, ein bisschen zu da. Und das ist mir vorhin die ganze Zeit passiert, Kev. Hä? Das ist mir vorhin die ganze Zeit passiert in der ersten Runde. Ich hab aber das Gas weggenommen. Denn so war das, so habe ich auch Sven eben getroffen, weil ich auf das Gas weggenommen habe und der früher runter ist. Weil ich nein, du hast mich getroffen, weil ich nicht aufmerksam war. Oh, egal, ich hab's genau das Richtige erwischt. Das bist du doch bei Kev immer nicht aufmerksam, wenn er dich versucht zu treffen. Was denn jetzt? Ja. Ja, schade, ich glaube, das schon. Was ist? Oh! Der war gut getroffen. Der war nicht getroffen. Doch, ich glaube, der hat dich nicht erwischt. Nein. Ah, da so aus von meiner Perspektive. Nee. Markus, 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 mach den Kevin glatt. Alter. Junge! Ist das immer noch die Gasse mit deinem Husten? Ein bisschen vielleicht. Hier trink mal hier Zitronentee oder Pfefferminztee oder sowas. Ach, alles gut. Ich mach schon mein Ding. Ach, du machst dein Ding alles drauf, okay? Ja. Na, was so, nun? Letzter Wechsel. Also ich muss mal sagen, so schlimm bin ich das Level gar nicht, wie der Markus gerade meinte. Nein! Oh, ich dachte wirklich gerade. Bin ich zu langsam, sonst wär's
Sonst hätte ich ihn gehabt, weil er genau vor meine Nase gerollt ist. Jetzt ist es vorbei. Ich muss erwischen, sonst sind wir verloren. Solche Geräusche. Die kennt man normalerweise nur vom Sven. Das passte gerade. Der kam aber so spät. Ach, Scheiße. So. Auch das hier mit dem Hammer, so was Dünnes. Wie viel Gewinnrunden haben wir? 4. Okay. Hammer. Ich habe übrigens für nächste Woche schon Bilder rausgesucht von Kartenausschnitten, wo man das sieht, wo die Stunts alle sind. Okay. Alter. Nee, nur die, da wieder meine Wenigkeit, die Explosion. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Scheiße. Ah, ich glaube, ich hätte dich auch sonst doch erwischt. Ich habe nämlich die Nase nach unten genommen. Wahrscheinlich, ja. So habe ich aber, wie gesagt, sonst wäre noch erwischt, so ähnlich. Aua! Pass auf, Herr Lego, nicht so heftig. So, Rico. Du magst es doch, mit lange, harte Dinger ganz schnell in dich stoßen. Enrico, warum tust du mir körperlich Gewalt an? Weil du verdient hast. Weil du immer darum bettelst. Weil du es willst. Oh, schade. Nee, bitte nie. Auch bin ich froh, dass ich da nicht schießen kann. Um was? Das war gemein, diskriminieren. Das mach ich nur, weil du schwarz bist. Ich bin nicht schwarz! Das schlimmer wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, das nur, weil er nicht scheißen kann. Ja doch, nachdem der Kevin Trelleborg kann jeder scheißen. Oh, eh. Das war aber jetzt mehr ein, das war aber jetzt mehr ein Kompliment für Kev. Danke. Nein! Nein! Mensch! Entschuldige! Oh. Entschuldige, Markus! Ich hätte ihn noch geholt. Ey, wir haben es heute irgendwie mit Kontakt, oder? Vor allem, Enrico, dein Schuss hat erst dazu geführt, dass ich fast auf dir drauf gelandet wäre. Das war jetzt auch zu viel, ne? Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Sag mal, Rico, hast du Ladehemmung oder warum dauert das so lange, bis du mal schießt? Ja, es ist eine Ladehemmung. In welchen Momenten fragst du ihn das? Boah, das war wieder knapp. Hui! Geh weg hier! Nu! Blödes Auto! Was macht? Hast dich gerade überschlagen da hinten? Ja, vor Freude! Oh, letzter Wechsel! Nein! Jawohl, sehr gut. Ich wechsle nämlich immer sehr selten, weil das fairer ist. Was machst du? Ich wechsle immer sehr selten das Auto, weil das fairer ist für den Spielmodus. Manche werden einmal getroffen und fahren direkt das Auto wechseln.
Ich wechsle meinen zweiten oder maximal dritten Treffer wechsle ich. Sag mal, hast du gerade auf mich geschossen? Nee. Spielfehler. Ist ein Bug. Genau. Ich hab gedacht, hier haben wir es vorbeigezischt, aber nee. Ja? Bendigo! Denk auf deine Zeit, ich verliere. Nein, zu kurz! Sagt er, wenn er in den Spiegel schaut! Aua, mir wurde körperlich Gewalt angedeutet. Ach, yeah. Na gut. So, Morgus, jetzt machen wir es von hinten. Ach nee, das war eine Vorlage für Kevin, sorry. Ach, ich hab grad getrunken, ich konnte gerade nicht. Er konnte nicht. Ich hab Kevin runtergeholt. Bei dem Kevin dauert es ja nur 3 Sekunden. Was sagst du? Ah, nur 20? Kein Kommentar. Du solltest nicht immer von dir auf andere schießen. Ich kann links nicht schießen. Du kannst nur mit dem Messer stechen. Erfolgreich will ich betonen. Das war ja genau der Sinn der Aussage. Da fliegen schon wieder die Raketen scharf. Die scharfen Raketen. Oh, genau zwischendurch. Alter, das war knapp. Aber ich habe mich gerade erwischt, ich habe gerade den Kopf eingezogen, als der hier angeflogen kam. Die sich beide zu mir drehen. Aber. Ja. Oh, der war knapp. Ich hab's gemerkt. Wir können aber beide nicht treffen. Weil ich nicht gesehen habe, gleich gesehen habe, dass du noch kippelst. Ich habe gedacht, du fährst. Dann sind alle davor geflogen, alle. Ach, oh, Alter. Ey, wenn die anfangen, durch den Treffer sich so zu drehen, da weißt du gar nicht, wo du ausweichen sollst. Mhm. Oh.
Alles für die. Hilfe, Markus! Jawoll! Sag bloß, du bist ungewiss. Nein! Jawoll! Genau hinter mir stand du. Ich hab's weiter runtergeschmissen. Was hätte ich denn machen sollen, Sven? Abschießen! Ja, dann wärst du auch weg gewesen. Jawoll! Hab die blonde Schnepfe erwischt. Och, Menno. Immer der hässliche Kevin. Ich wusste halt nicht, ob das dann auch für dich auch Treffer gibt. Das wäre wahrscheinlich ein Volltreffer geworden. Du kannst deinen Teamkollegen nicht töten. Okay, gut. Dann fürs nächste Mal weiß ich das. Das musst du mal ausprobieren. Also du kannst ich wäre gerne drauf geblieben. Das sagst du bei Sven auch immer. Ja. Ah, so kurz wie der kann, da ist es kein langer Sport. Stimmt, den hatte ich gerade auch nicht. Auf einmal war es weg. Ja, was ist denn jetzt los? Na, er ist voll auf mir drauf runtergefallen. Ich wollte noch ausweichen, aber das Auto kam mit einem Schlag nach unten, plumps auf die Plattform und dann war ich weg. Da konnte ich nicht mehr aufstehen. Soll ich gegen jetzt mal Sven direkt dahinter eingepackt oder rückwärts runtergeschoben? Alter, steht 3 zu 1 für die Markus. Ja. Ja, Sven. Markus. Sven. Markus. Sven. Wir können doch nicht gegen Kevin verlieren, als bitte. Hallo. Ah. Ich bin auch noch da. Du bist dran, Gruppe Enrico. So, auf ein neues. Immer diese alten Leute, die einen mobben. Alter, das ist gerade Mobbing. Ne? Bist du trocken? Du Rentner. Enrico, bist du trocken? Nee, nee. Okay, gut, dann können das mit dem Mobben wirklich hinkommen. Ich dachte, das kommt wieder als eine andere Anspielung. Gott sei Dank, ist er noch drauf geblieben. Wer ist denn der junge Mann hier unten? Zu langsam. Zu kurz werden, aber damit kennt sich ja aus. Ja, richtig, ja, hab genug Erfahrung gesammelt. Da muss ich ja mit kurzen Dingen umgehen können. Boah, Alter. Aber du bist auch mal an der Kante hängen geblieben. Kann nicht sein! Oh Junge! Boah, das ist das Problem, wenn die so unkontrolliert echt fliegen. Das ist das Smartphone gesagt hat, ja. Hm? Das ist ja das. Oh, nein! Junge! Dieses scheiß Selbstmordding. Aber glaubt ihr, es war genau ein Volltreffer. Thank you.
Ja! So, Markus, noch zwei Dinger und da haben wir gewonnen. Ja, dass du noch zwei Dinger willst, ist mir schon klar. Das ist wieder unersättlich. Alter, beim nächsten spiele ich nur noch mit männlichen Charakter. Den Ruf wirst du nie wieder los. So. Dann holen wir mal die zwei da oben von ihrer Plattform runter. Oder hoffen wir, versuchen wir es zumindest. Scheiße. Nein! Jawohl. Das war ein schnelles Ende. Ich habe den Hund überfahren. Der braucht aber auch immer ewig zum Wiederaufstehen, Alter. Ja, das ist richtig. Das ist so, die Gefahr ist weg. Jetzt hast du noch Fallobst da oben. So wie bei uns. Ach, guck mal, ich bin auf irgendwas gelandet. Ist ja ekelhaft. Oh, Alter. Das ist eigentlich. Jo. Jetzt passt das Gesicht wenigstens zur Lageposition. Juhu. Da kommt ein Käfer geflogen, setz dich ja. Nieder auf meinen Fuß. Auf dein Kopf wäre mir lieber. Was? So eh, einfach kurz dann rückwärts ausparken. Und weg war er. Ja, kurz. Nein, falsche Richtung. Oh, das war knapp. Schade. Bin ich froh, dass Kevin kein Auto fahren kann. Hat man ja eben gesehen. Spaß, gegen eine unsichtbare Wand zu schießen. Vorsicht!
Aber ich hab dich erwischt, oder? Und ja, zumindest... aber steht noch. Ja, ich hab's gesehen, du bist oben drauf gewesen. Das meine ich aber. Schade. Du hast ganz schön weggeschleudert. Ja, ja, das macht sie öfters. Das ist übers Bett. Ja. Marco, Kevin, los jetzt hier, wir gewinnen. Bin doch schon dran. Aber ich meine, wir haben trotzdem gewonnen, oder? Nein, wir sind an 3-3. Alles vorbei. Wer seid denn, Enrico räumt natürlich jetzt nochmal ab. Nee, nee. In 7 Sekunden ist das nicht zu wenden, um nochmal Gas zu geben. Nee. Schade. Ja, hat sie durchgehalten da oben. Doch, wir haben gewonnen. Warum haben wir gewonnen? Achso. Weil ihr 2-1 seid. Markus, ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht. Es tut mir so leid. Ich hab's nicht. Alles gut. Ausgerechnet ein Kevin hat gewonnen. Ach, ausnahmsweise mal. Aber ich stehe vorne. Ich schwöre, es passiert nie wieder. Schulz, oh, Kevin ist immer noch auf dem letzten. Naja. Abwarten. Wo sonst? Mach doch eigene Fahrzeuge an. Nö. So. Wir können. So, können wir? Ja. Bleibt ihr ich bereit. Na dann, auf. Ach du Scheiße, was ist das denn? Naja, das verliere ich wieder als Vierter. Kevin, deine Chance? Ja, scheinbar. Ich probier's. Alle wetten so auf den Morbus. Vor die gute Helm. Das meine Form ja ein. Weißt du ja, deswegen. Holy shit. Genau, geschönt Sven. Wie mich erstmal schön in die Wand schickt. Hey! Alter! Das war nicht meine Schuld, Markus. Sven hat mich zur Seite. Ja, Sven, das ist hier so das Rambiest. Der räumt das, ja, der findet das mit dem Rammeln immer falsch. Das ist das Problem. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das machen wir heute Abend, Sven, ja. Ich entscheide mich, mit arbeiten. Ich brauche morgen meinen Körper. Sven ist schon wieder so still, nicht, dass er wieder aus der Lobby fliegt. Nein. Dann würde er nicht fahren. Nicht. Da traue ich schon nie was zu besorgen, weil er euch gerammt hat. Da hat seine zweite Persönlichkeit gesprochen. Hat die Persönlichkeit gesprochen. Verliere ich einen Tausender, weil der rumgeschubst hat, der Wichser. Jawohl, ich hab... Hast du mich gerade Wichser genannt? Warte mal, da muss ein Fehler an der Matrix sein. Sven führt einen Renner? Also es führt, mal jemand, es führt mal jemand anders als Markus? Guck mal, dass du nicht vorne bist.
warte mal, das ändert sich gleich. Und Markus holt gerade ziemlich auf. Diese Mucke. Markus gewinnt das Rennen auch. Muss man aber mal sagen, ist eine recht simple Strecke. Ich höre nur unter mir. Oh, what the fuck. Ja, ja. Räumt ja am Anfang erstmal alle Leute weg und gewinnt das Rennen dann, weißt du? Und erstmal die Bulle Bier, die Bulle Bier wegräumen. Das erste Mal, dass ich gegen Markus gewinne. Ja, wie gesagt, wenn ich am Anfang alle wegräumen würde, dann würde ich auch gewinnen. Ey, Ram ist Rennform. Nicht wirklich. Das Form mehr als das rausfliegen. Es ist zumindest nicht das gleiche Ram, was ihr beide sonst immer macht. Aber Markus, du warst relativ nah hinter mir, ne? Ja. Alter, war das knapp. Aber du brauchst ja auch dort nie bremsen, das war ja... Ach nee, nicht schon wieder das. Nein, ist nicht das. Snipers versus Runners. Ach Gott, es gibt zwei, die müssen laufen, und es gibt zwei mit Snipern, und die mit den